Am Institut für Informationsdesign der Fachhochschule Kiel wurde am 18.06. eine besondere Mitarbeiterin des Fachbereichs Medien feierlich von KollegInnen und FreundInnen verabschiedet. Wir haben heute Heidi Kier zu verabschieden, aber noch nicht zu verabschieden, wie sie ganz ausdrücklich sagt. Und für mich ist das eine sehr, sehr lange Zeit mit sehr viel Erinnerung an sehr viele gute Gespräche. Ein ständiges, engagiertes die Ärmel hochkrempeln und machen. Während ihrer Zeit an der Fachhochschule Kiel war Heidi Kier in einer Vielzahl von Hochschulgremien involviert und wurde aufgrund ihrer Verdienste im Juni diesen Jahres zur Ehrensenatorin ernannt. Sie war eine Urgestein des Fachbereichs. Sie hat uns über die Jahre immer wieder auch geerdet in ihrer netten, unaufdringlichen, aber stets präsenten Art. Ganz wesentlich die Kultur im Fachbereich geprägt, die uns ja auch bis heute ausmacht. Also ich kann Heidi nur in jeder Form danken und es ist müßig, alle ihre Verdienste aufzuzählen, da sind wir morgen noch dabei. Einen Überblick über gemeinsame Momente verschafft eine Fotowand, auf der besondere Projekte wie der Aufbau des Studiengangs Medieningenieur sowie des Viel-Campus-Magazins oder die Umgestaltung von Räumen und Gebäuden abgebildet sind. Und auch auf persönlicher Ebene wird Heidi Kier sehr vom Kollegium geschätzt. Ich habe unheimlich viel von Heidi gelernt. Sie hat mir gleich am Anfang viel zugetraut und das hat mich eigentlich bestärkt, also mich persönlich jetzt da weiterzumachen, wo ich bin. Und ich glaube, das hat sie bei vielen Menschen gemacht. Also ich glaube, sie hat vielen Menschen so ein bisschen auf den Weg geholfen und sie unterstützt, motiviert, Sachen zugetraut. Und das ist so, glaube ich, das, was ich so ein bisschen mit Heidi auch verbinde. Nun ist es an der Zeit, Heidi Kier in ihren wohlverdienten Ruhestand zu schicken und noch einmal herzlich Danke zu sagen. Danke, Heidi. Danke, Heidi. Danke, Heidi. Danke, Heidi. Danke, Heidi. Danke, Heidi. Auch wir sagen Danke und wünschen ihr nur das Beste für ihre Zukunft.